Tschüss. Endlich. Ja, Professor, warten Sie auf mich. Entschuldigung. Dobby, wir gehen jetzt nach Hause. Was sagst du dazu? Professor Alb ist echt nett. Im Fernseher sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Furchteinflößend? Ja. Hast du Lack gesoffen? Mio, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Das heißt, es ist nichts für uns zu tun. Bist du bereit? Nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Eine Nase lang. Ich nicht gelten. Wir sitzen jetzt mal. Ey, komm schon, ja Gott, komm. Ich mach deinen Pokémon platt. Ich fordere dich heraus. Wobei ich finde, dass die Kampfmusik schön vom Rivalen. Mhm. Steckdosenbefruchter-Schee, dass der wird gleich nur noch andere Blätter auslutschen. Aber nicht mehr. Oh Gott! Was denn? Was zum das tat wirken? Ja, dein Schäler ist vielleicht, aber dir doch nicht, du dummen Idiot. Panzerschutz, ja, ja. Okay. Ey, ist das dein Ernst? Ja. Was ein Faggot. Kann der mal auf einen Panzerschutz einzusetzen? Nein. Mach gleich keinen Schaden mehr. Niemals, wir machen weiter. Bis unser Maximum. Spaß. Wow. Ja, jetzt ging die Attacke daneben. Was ein Idiot. Der macht halt nur drei Schaden eigentlich, ne? Sieht bei uns irgendwie genauso aus wie drei Schaden oder zwei. Oh mein Gott. Ich sehe gerade irgendwie schwarz für den Kampf, ne? Sackfalte! Als ob. Jupp, wie ist Game Over, das war's. Haut rein. Stimmt, scheiße. Hammer nice. Aha, aha, ich hab gewonnen. Ich habe gewonnen. Der Kampf hätte anders ausgehen können, das war knapp. Ja, du Spacken, hast doch die ganze Zeit deine hässliche Panzerschutzscheiße eingesetzt. Dämlicher Lackaffe, ey. Holy shit, ey. Was ist denn los, Schatz? Wie liebst du es denn, dass du das alles erlebt? Ich hab dir doch gar nichts gesagt. Ich darf doch gar nicht reden. Ich bin der Protagonist. Und du, ihr könnt von Glück reden, dass ihr Professor Alb getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen würde. Ja, wir wären hier nett und langsam ins hohe Gras gegangen. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Ich denke, du solltest Professor Alb einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandkämme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras nicht mehr so gefährlich. Ja, aber mein Pinguin ist schwach. Ach, ich hab Dummetreter bekommen. Yay. Die neuen Sneaker. Ich hab die neuen Yeezys bekommen. Geil. Hat den Ding geknurrt. Ja, ja, ist okay. Jetzt lass mich nur. Danke. Yay, ich kann reden. Zwei Blattdorf. Ich will aber ein Drei-Blattdorf. Oh je. Bist du langsam, Mio? Ich hab den. Warte mal, warte, ich besuche Professor Alb und werde bei ihm bedanken. Wie ist deine Idee gekommen? Hör zu. Du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Nein. Wusstest du, dass wir dort ein legendes Pokémon leben sollen? Nein. Nein. Nun denk mal nach. Das war Professor bestimmt glücklich. Das bin ich mir sicher. Nein. Nee, wir gehen da jetzt nicht hin, du Idiot. Ja, was ein Faggot. Unsere Pokémon sind Level 5 und der will sich gegen scheiß Vesprit oder was da drin war. Richtiger Faggot, ey. Dümmer als die Polizei erlaubt, ganz ehrlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Faggot, ey. Was geht denn hier vor? Yeah, was geht, Cyrus? Jo, kann ich mit dir mitgehen? Der Typ geht mir auf den Sack. Cyrus, nimm mich bitte mit. Nimm mich mit. Oh Mann. Meine erste und letzte Chance. Scheiße.
Na gut, Mio, Plot Twist. Ich laufe jetzt einfach Cyrus hinterher. Oder war es nicht sogar safe hier? Wespe? Keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, wir brauchen Pokebälle. Am Ende werde ich jetzt sagen, du wirst niemals in die Nähe von diesem Viech kommen. Weil das so blöd ist. So, danke dafür. War ich zuvor. Guck, ich bin nett und langsam gegangen. Jetzt nicht. Ein starrer Lili, eine fliegende Taube. Hey, Taube, was geht? Schlag die Taube zusammen. Oh Gott. Jetzt müssen wir erstmal Experienzen fahren, ja, eben mit ihm fahren. Nebel, damn. Gott. Oh, zu kurz. Das sehe ich sogar eigentlich selten. Ja. Ach, Gott, ich glaube, ich habe keine Pokebälle. Nee, ich flüchte. Tschüss. Der hat eine gefährliche Attacke eingesetzt. Da habe ich jetzt nicht so wirklich die Bock. Oh, Lucius. Hi. Ich habe schon auf dich gewartet. Komm bitte mal mit. Der Professor möchte ich gerne sprechen. Nein. Siehst du, das ist unser Pokémon-Labor. Nein. Wir gehen jetzt einfach durch diese Tür und bums. Nein. Yes, oh, du bist das Mio. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich. Aber er steht voll neben den Schuhen. Ja, dann genau wie anziehen. Du. Ach, was soll's, Mio? Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Oh Mann. Was soll das hier anziehen? Das sind. Den Freund. Schon ist ja wirklich Alex da. Dobby hat es auch immer eilig und schlägt sich mit einer dämlichen Flasche kaputt. Und wie dem auch sei, gehen wir hier nach. Hallo. Na, wen haben wir denn da? Bist du nicht Mio, nicht wahr? Wir haben uns auf 5 Minuten gesehen. Du seniler alter Sack. Ja, yeah, aber das ist gut. Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Du kennst es zwar erst seit 2 Minuten, aber es ist glücklich. Also war es kein Fehler, blind für ihn deine Obhut zu geben. Nein. Ah, Spitzname. Nein. Nee, doch. Steht in den Regeln. Jetzt aber ping, fertig. Passt doch, oder? Ja. Oder soll ich Pingü mit Ü hinten dann? Naja, so recht auch. Also, bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Eigentlich nicht. Also, ich bin eigentlich schon zufrieden. Ja, lass mich jetzt in Ruhe, ich will gehen. Danke. Schon ein Wunder, dass ich überhaupt so viel vorgelesen habe. Das ist ein Pokémon, da skippt man den ganzen Scheiß. Ja. Das tut man. Komm schon. Lass mich. Gib mir den Pokédex und lass mich dann. Ich habe aber links ein App für die Live, für mein iPhone dafür. Jetzt lass mich gehen, verdammt. Ja, gib her. Cool, jetzt habe ich den Pokédex. Sehr Yay. Schön. Yay. Cool. Cool, cool, cool. Auf dem Pokédex. Was? 60 Jahre? Was? Hier? Okay. Lass mal Lucius alleine. Muss ich zuerst wieder zum Umbra gehen, also. Mio! Ah ja, genau. Jetzt gibt's das DM hier, wer ist das nochmal? Rückkehr. Rückkehr, genau. Wir
Das gibt's in Perlen und Diamanten, nicht nur in Platin. Voll cool. Yay, voll Premium. Oh, danke schön. Yay, super. Oh nein, kann man hier nicht schneller machen? Ach nein. Ja, ja, ich will aber keine Pokémon Medizin holen. Meine Pokémon brauchen keine Aufputschmittel. Nee, ich will nicht Bescheid sagen, ich gehe jetzt einfach. Vor allem anstatt vorher zu fragen, dass ich die, ob ich den Pokédex vollschenken würde, erstmal der Pokédex in die Hand gedrückt und dann wird gefragt, weißt du? Genauso wie als würde, keine Ahnung, als würde man bei Skyrim jemanden umbringen und fragen, ja, durfte ich den eigentlich umbringen? Ist doch wahr. Komm runter, Schatz. Warte! Was ist denn hier? Nein, Professor Eibert, du bist eine wichtige Art vertraut. Du Schatz, du fliegst hinter dir. Nein, eigentlich stehst du zu Hause. Und ich gehe jetzt fort. Jetzt hast du auch ein Tagebuch. Sofort wieder da. Ich brauch ein Handtuch. Was hast du gemacht? Ich hab getrunken! Ja, sehr gut. Jetzt bist du nass. Ich hätte auch ein anderes Ort sagen können, aber... Family friendly. Komm sofort wieder. Ja, ja. Lern zu trinken. Er ist ein Gefühl rücksichtslos, aber er wollte mich hier mitnehmen. Mach dir keine Sorgen, mir wird das bringen. Ja, ich darf jetzt das ganze beschissene Paket die ganze Zeit tragen. Yay, Paket. Sehr schön, cool. Danke. Dafür. Nice. So, zwei Blattdorf. Nett und langsam, würde ich eigentlich sagen. Oh nein, nein, zurückgeblieben da. So, Blindfell, lass mich in Ruhe. Ich wollte nett und langsam gehen. Wir adjusten mit. Da bin ich wieder. Da kam schon zweimal Justin Wild. Oh Gott. Oh nee. Los, Jungs. Bring mir das Pokémon-Fangen bei, bitte. Na, ich weiß nicht, wie das geht. Ich spiele zwar Pokémon schon seit 18. Ja, fast 18 Jahren. Bei mir sind 20 ungefähr. Ich schlaf gleich ein, ey, so langweilig ist das. Ich will das nicht beschleunigen. Oh Mann. Wann entwickelt sich eigentlich dieses komische Schwert? Weiß nicht, 36 oder so. Und dann durch irgendeine Fähigkeit, ich habe keine Ahnung. Oder durch irgendeinen Stein. Blablabla, bla, bla. Ich soll mein Pokémon schwächen, nö, mach ich aber nicht. Ich schmeiß Pokébälle gegen volle Leben. Pokémon. So, das heißt, ich darf mir ein Pokémon aussuchen. Und eigentlich wollte ich nicht Staralili hier fangen. Aber ich würde halt trotzdem mal sagen,
Die ersten zwei Folgen sind ja schon mal in Ordnung. Dann kann man, kann man auf jeden Fall demnächst wieder weiter aufnehmen. Ich meine, diese Charlie, die klappt, dann werden wir eine kleine Aufnahmepause machen. Ja. Würde ich sagen. Unser erstes starkes Schild-Pokémon wurde platt gemacht. Yay, Level 6. Yes. Und ich würde sagen, ich hoffe mal, diese zwei amüsanten ersten Folgen haben euch gefallen. Ja, viel Scheiße passiert, würde ich sagen. Nein. Das wird jetzt auf jeden Fall das Let's Play von Partien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.